VfL Lemgo bezwang gestern Abend vor 2000 Zuschauern den OSC Rheinhausen mit 24:21. Ganz besonders im Blickpunkt mit der Nummer 3 am Kreis, der ehemalige Rheinhausener und jetzige Lemgoer Achim Schürmann. Klar, es ist eine kleine besondere Sache, weil ich habe meine ganze Jugend halt in Rheinhausen verbracht, bin mit dem Verein groß geworden. Von daher ist es klar, irgendwie etwas Besonderes gegen die zu spielen. Aber wir müssen einfach gewinnen und da gibt es einfach nicht irgendwie alte Freundschaften oder so. Auf dem Feld waren alte Freundschaften und Stahlkocher-Solidarität schnell vergessen. Achim Schürmann trug mit seinen Toren konzentriert und konsequent zum glanzlosen Lemgoer Erfolg bei. Immer durch die Mitte. Aber auch Lemgo war in der Mitte verwundbar. Dank Jovanovic ging der Aufsteiger sogar dreimal in Führung. Wir waren nah dran, hat zum Schluss dann nicht mehr gereicht. Ein bisschen die Cleverness von Lemgo hat dann auch den Ausschlag gegeben für das Spiel oder für den Spielausgang. Aber ein Punkt wäre für uns normalerweise verdient gewesen, aber war nicht drin zum Schluss. Hofstötter trug keine Schuld an der OSC-Niederlage. Er meisterte sogar den 7 Meter von Daniel Stefan, auch ehemals Rheinhausen. Ich habe gesehen, Hofstötter war auf der 4-Meter-Linie ganz weit raus und dann bleibt der Ball an meiner Hand kleben und war Pech, aber wird nicht wieder vorkommen. Den Schlusspunkt setzte Volker Mudrow für Lemgo mit diesem herrlichen Seitfallwurf. Mit diesem Sieg bleibt Lemgo in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.